Wir wollen sprechen mit Michael Erhardt, dem stellvertretenden Landesvorsitzenden vom Landesverband Hessen, der hier eben noch getanzt hat. Eine kämpferische Rede von Sarah Wagenknecht, das kann man sagen, aber sie hat sich auch sehr abgearbeitet an der SPD, der sich viele Vorwürfe gemacht hat. Wie haben Sie die Rede erlebt? Na, das war doch genau auf den Punkt gebracht. Ja. Die soziale Gerechtigkeit ist wieder ein Thema in diesem Land und wir sind die Partei, die das vertritt. Und wenn Martin Schulz da mitmachen will, herzlich gern. Im Vergleich zu der Rede von Dietmar Bartsch, hat Sarah Wagenknecht hier mehr überzeugt nach Ihrer Einschätzung? Ja, das ist ja hier kein Beauty-Contest. Ja. Die beiden sind ein tolles Team und im Prinzip geht von dem Parteitag das Signal aus, dass die Linke geeint in diesen Wahlkampf zieht. Und das ist genau das, was wir brauchen. Man hatte ja, das hat meine Kollegin gerade auch bei uns auf dem Sender gesagt, am Anfang nicht unbedingt den Eindruck, dass Wagenknecht und Bartsch zusammenfinden würden. Zu unterschiedlich sind sie in ihrer politischen Ausrichtung. Ist das jetzt das richtige, gute Spitzenduo für Ihre Partei für den anstehenden Bundestagswahlkampf? Na, die Grundausrichtung ist ja durchaus dieselbe, die Basis ist dieselbe. Und wir sind eine sehr streitbare Partei, wir sind eine junge Partei, da gehört Meinungsstreit mit dazu. Und ich bin sehr froh darüber, dass es gelungen ist, diese Diskussion dazu zu führen, dass wir eine gemeinsame Handlungsfähigkeit demonstrieren. Und das hält nach meiner Wahrnehmung. Ja, Streit, Diskussion, das hat man ein wenig vermisst auf diesem Parteitag bis jetzt. Man war froh heute Morgen um die Debatte Religion und Staat, Religion und Gesellschaft. Aber ansonsten Disziplin, Einigkeit oder wie war Ihr Eindruck? Mein Eindruck ist der, dass die Vordiskussionen, die insbesondere auf der lokalen Ebene stattgefunden haben, dazu geführt haben, dass eine intensive Auseinandersetzung mit dem Entwurf für das Parteiprogramm stattgefunden hat, der dann im Ergebnis dazu geführt hat, dass wir trotz 1200 Änderungsanträgen doch mit einer relativ hohen Geschlossenheit, es gibt bei uns immer Kampfabstimmungen, die gab es auch nicht nur an der Frage, die Sie gesagt haben, an anderen auch, aber in Summe sind wir sehr einig und geschlossen und das ist genau das, was die Wählerinnen und Wähler auch von uns erwarten. Ja, ich meinte, es gab eben da mal eine richtige lebhafte Diskussion um diese Frage. Aber nochmal zurück zu der Disziplin auf dem Parteitag. Ist es auch ein wenig der anstehenden Bundestagswahl in einem Vierteljahr geschuldet, dass man hier eben einen so einigen Eindruck machen wollte? Ja, selbstverständlich. Also die Wählerinnen und Wähler gutieren das ja nicht, wenn wir wie ein zerstrittener Haufen daherkommen würden. Ich bin sehr froh darüber, dass diese Geschlossenheit auch von den Delegierten hier gezeigt wird und bin auch der festen Überzeugung, dass sich das auszahlen wird bei den Wahlen. Die Linke hat einige Alleinstellungsmerkmale. Ich nenne noch mal die aus der Außenpolitik, ihre Gegnerschaft zur NATO, zu den Bundeswehr-Auslandseinsätzen. Das teilt sie mit keiner Partei. Und wie gesagt, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Gleichzeitig isoliert das natürlich auch Ihre Partei. Stehen Sie in dem Grundkonflikt, entweder einen Teil der DNA der Partei aufzugeben oder auf ewig eben Opposition und isoliert zu sein? Na, unser Hauptalleinstellungsmerkmal ist erstmal, dass wir gegen eine neoliberale Politik stehen. Wir stehen dagegen, dass die Wirtschaft der Politik sagt, was sie zu sagen hat. Wir sagen, die Politik, die Menschen müssen bestimmen. Und es gibt durchaus Kräfte bei anderen politischen Parteien, nicht nur bei der SPD und bei den Grünen, auch in Teilen der CDU, die an der Stelle auch ein großes Unbehagen haben. Und das ist, glaube ich, eine Basis, an der wir weiterkommen werden in der Gesellschaft. Und eine Isolierung sehe ich in keiner Weise, weil letztendlich diese Fragestellungen soziale Gerechtigkeit und Frieden, für die wir insbesondere stehen, Fragestellungen sind, die die Menschen bewegen. Und deswegen sind wir da, glaube ich, richtig unterwegs. Es wäre völlig verkehrt und wir würden unsere Leute verprellen, wenn wir an der Stelle unsere Meinung ändern würden. Dazu gibt es auch keinen Grund. Herzlichen Dank. Das war Michael Erhardt, der stellvertretende Landesvorsitzende von Hessen.